Oh mein Gott, Leute, heute in diesem Video gibt es Wer bin ich mit Brawlern gegen Lukas Brawl Stars. Bin ich zwischen Saison 1 und 8? Nein, ich bin Lola. Ja. Hä? Was? WTF, Alter. Digga, WTF. Gewinne, 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 meine lieben Freunde. Ihr könnt 4x50 Euro gewinnen und zwar auf TikTok. Nutzt einfach den Sound von unserem neuen Song Player 2 und postet den TikTok. Und dann macht ihr auch schon mit. Hallo. Was geht ab? Guten Tag. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Leute, ich bin Pookie und mit dabei ist auch heute mal Lukas Brawl Stars. Freut mich auf jeden Fall, dass du Lukas heißt, so wie ich, weil das ist ein cooler Name. Ja, ich bin Lukas und ich freue mich, heute dabei zu sein, Freunde. Was geht? Leute, die Regeln von Wer bin ich sind relativ simpel. Wir werden uns gegenseitig einen Brawler geben, der wir im Prinzip sind. Und dann müssen wir raten mit Ja oder Nein fragen. Beispielsweise, hat mein Brawler Haare? Keine Ahnung. Ja oder Nein, ne? Ganz, ganz easy. Und sobald ein Nein fällt, ist der andere dran und wir spielen insgesamt 3 Runden. Best of 3. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und schaut unbedingt auch bei Lukas Brawl Stars vorbei. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu seinem Channel. Und dann würde ich auch schon sagen, starten wir rein. Das ist der Brawler, der du bist. Ich hoffe, man sieht das. Ich glaube schon. Und gut. Ich glaube, du hast dann das auch gezeigt. Dann können wir starten. Okay, so. Wir dürfen auch währenddessen nicht in Brawl Stars gehen, oder? Sonst ist es zu easy. Nee, nee, genau. Wir gucken nicht nach. Okay. Das ist auf jeden Fall das Schwierige daran. Ich würde sagen, der Gast darf starten. Oha. Los geht's. Okay. Bin ich männlich? Warte mal. Es ist eine schwierige Sache. Ich würde sagen, weder noch. Ne? Das ist halt jetzt keine richtige Antwort. Aber ob du männlich bist, dann bist du... Also selbst wenn es jetzt zum Beispiel ein Roboter ist, dann kann man ja schon sagen, ob er so eher männlich ist. Okay. So, zum Beispiel so ein Riesen wäre ja schon männlich, nicht weiblich. Ja, gut. Dann bist du eher männlich. Passt, ja. Ah, okay. Bin ich ein Roboter? Ja. Okay, warte. Also Leute, die meisten Roboter sind super selten tatsächlich. Wir haben zum Beispiel Daryl, Rico, Karl. Mhm. Genau, dann gibt es noch Sprout beim Mythischen. Ich glaube, es gibt, bei Epischen gibt es natürlich Nani noch, aber Nani ist ja weiblich. Also, okay, bin ich super selten. Nein. Oh, so, okay. Dann bin ich auch schon dran. Let's go. So, wir machen das bei mir. Ich habe schon eine gute Idee. Und zwar bin ich weniger selten als legendär. Achso, da zu den Seltenheiten, wir zählen jetzt chromatisch nach legendär, weil das in Brawl Stars auch so angeordnet ist. Also bin ich weniger selten als legendär. Aber kurz eine Frage dazu, weil eigentlich ist das doch eine verneinende Frage, die ja eigentlich verboten sind bei dem Format. Nein, das ist nicht verboten. Hallo? Das stimmt. Dann kann ich ja sagen, dann kann ich auch sagen so, weißt du, ich bin nicht das und das. Weißt du? Und dann immer so weiter. Ja, kannst du. Achso, kann man, okay. Klar. Ja, okay, dann frag nochmal. Ja, also... Bin ich weniger selten als legendär? Ja. Okay, bin ich weniger selten als mythisch? Mhm. Bin ich weniger selten als episch? Ja. Bin ich weniger selten als super selten? Ja. Bin ich weniger selten als selten? Ja. Okay, das heißt, ich bin Meilenstein-Brawler. Das war ja schon mal sehr, sehr easy. Ja. Gut, wir haben 11 Meilenstein-Brawler. Es ist nicht einfach, aber hast du ungefähr so einen Trophäenpfad vor Augen? Also, wo, gut, das könntest du dann im Zweifelsfall sonst auch nachgucken, aber kriegt man mich unter 4.999? 90 Trophäen. Nein. Okay, gut. Dann ich habe schon gut eingegrenzt. Du bist dran. Ich muss mal kurz überlegen, wo es noch Roboter gibt. Ja. Also es gibt natürlich Meilenstein, gibt es auf jeden Fall welche noch. Uh-huh. Jetzt kurz, bei den seltenen gibt es gar keinen tatsächlich. Bei den. Aber dann kann ich ja jetzt auch so fragen. Bin ich entweder Meilenstein oder mythisch oder chromatisch? Ja. Okay. Junge, das ist echt nicht easy. Also vor allem, wenn man die Brawler nicht vor einem hat, das ist wirklich schwer, ey. Okay, warte mal, bei den chromatischen gibt's Search. Wie gibt's denn da noch? Ja, das ist die Frage. Ich meine, du kannst ja erstmal noch weiter einschränken mit derselben. Ja, genau. Bin ich entweder Meilenstein oder chromatisch? Ja. Ah. Bin ich Meilenstein? Ja. Ah, let's go. Junge, als ob wir beide Meilenstein-Brawler sind. Okay, also, Moment mal. Da gibt's, glaube ich, Tick, da gibt's 8-Bit. Mhm. Gerade so im Kopf den ganzen Meilenstein durch. Und, Stu gibt's auch noch. Mhm. Bin ich entweder 8-Bit, Tick oder Stu? Ja. Oh nein, Digga. Okay. Die Chance jetzt, ist 1 zu 3. Ja, jetzt ist eine 1 zu 3 Chance. Ich habe, glaube ich, auch eine 1 zu 3 Chance, wenn ich wieder dran bin, weil über 5K gibt's, glaube ich, nur 3. Aber ja, gucken wir gleich mal. Okay, ich tue noch weiter einschränken. Ja. Und zwar hat meine Ulti etwas mit Bewegung zu tun. Also bei Stu bewegt man sich ja vor mit der Ulti und der Tick-Kopf bewegt sich auch, aber die 8-Bit-Station ist ja, die bewegt
kriegst du nicht. Also bist du entweder Tick oder Stu, willst du fragen? Ja. Scheiße. Oh nein, Digga, es ist so knapp. Es ist so eine 50-50 Chance. Das Ding ist... Du hast jetzt eher ausgewählt. Ja, du kannst, jetzt ist halt wirklich 50-50. Egal, was du fragst. Egal, was ich frage, ne? Ja, du kannst es nicht weiter einschränken. Boah. Okay, bin ich du? Nein. Was? Let's go! Okay. Oh mein Gott, Digga! Das heißt, ich bin jetzt dran. Und ich kann auch, ich will das nur, das ist jetzt keine Frage, aber ich will nur für mein Gedächtnis einmal, ich könnte Ems sein, ich könnte Stu sein und ich könnte 8-Bit sein. Diese drei Brawler gibt es meines Wissens nach. Okay, dann fragen wir gleich mal, dass ich auf jeden Fall sicher bin. Bin ich Stu, Ems oder 8-Bit? Ja. Sehr gut. Okay, Stu und 8-Bit sind Roboter, Ems nicht. Das heißt, ich könnte das jetzt auch einschränken. Ich habe eine höhere Chance, dass es ein Roboter ist. Deswegen frage ich jetzt einfach mal, bin ich ein Roboter? Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh, bin ich Tick. Ja, du bist Tick und ich bin Ems, ne? Let's go. Ja. Ach du Scheiße, wie knapp. Okay. Nice, erste Runde geht an Lukas. Dann würde ich sagen, wählen wir den nächsten Brawler. Okay. Also ich zeige den Brawler schon rein. Der ist zwar ein bisschen unsichtbar jetzt hier im Greenscreen, aber das ist der Brawler, den ich für dich ausgewählt habe. Mhm. So, ich zeige den auch mal. Ja. Okay. Okay, dann würde ich sagen, ich habe ein bisschen Angst, aber wir starten rein. Also, dann darf ich jetzt beginnen, weil du warst gerade dran und ich mache das gleich wie vorhin, weil das ziemlich schlau ist, glaube ich. Und zwar, bin ich weniger selten als chromatisch? Nein. Perfekt, das heißt, ich bin chromatisch. Okay, du bist dran. Ja, das war schon mal eine gute Einschränkung. Guck, ich weiß direkt, welche. Ja, bin ich weniger selten als chromatisch? Nein. Oh mein Gott. Ja, das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Okay, gut. Boah, weißt du jetzt ungefähr, welcher Brawler welche Season ist, so, weil dann würde ich das jetzt einfach mal nach Season einschränken. Boah, ist schwierig, sag ich dir ehrlich. Also gerade. Pass auf, nee, dann darfst du auch gucken, würde ich sagen, für diese Season, weil sonst kann ich das schwer einschränken, denke ich mir so. Aber so wäre es halt, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil dann kann ich schon mal... Ja, komm, dann beginnen wir mal so. Bin ich älter als Season 11? So, warte, das muss ich jetzt erstmal nachgucken. Also bin ich weniger, wenn wir jetzt, ne, ja, bin ich jetzt zwischen 1 und 10. So, einen Moment. Warte, wie war jetzt die Frage? Du bist älter als Saison 11? Genau, also bin ich zwischen Season 1 und 10, ist die Frage. Ach so, ja. Okay, bin ich zwischen Season 1 und 9? Ja. Digga, ich hab's gleich. Bin ich zwischen Season 1 und 8? Nein. Jetzt muss ich nur noch wissen, welcher Brawler Season 8 ist. Und dann habe ich schon. Oh mein Gott, warte mal. Ah, ich will jetzt echt nicht gucken. Ja, ja, jetzt komm ich dann aber dran. Erstmal. Ach so, stimmt, du bist. Ja, ja. Genau. Hast recht, ja. Ich mach dir mal nach, Pork, ne? Ja, ja. Bin ich zwischen Saison 1 und Saison... 11? Lass mich mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Ja, macht Sinn, ne? Ich glaube, ja, es gibt ja nur 11, glaube ich. Ja. Bin ich zwischen Saison 1 und 10? Ja. Bin ich zwischen Saison 1 und 9? Also, ja. Bin ich zwischen Saison 1 und 8? Nein, warte mal. Sind wir... Haben wir den gleichen Brawler ausgewählt? Das weiß ich nicht. Ich war ja auch nicht zwischen 1 und 8. Das heißt, ich muss 9 sein. Oder bin ich dann 8? Also zwischen 1 und 8 heißt ja schon, dass es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 ist, ne? Ja. Das heißt, ich bin Brawler 9. Das heißt, ich bin Lola. Ja. Digga, du auch. Hä? Was? WTF, Alter. Digga, WTF. Oh mein Gott. Okay, krass. Lul. Das ist sehr, sehr krass. Ja, moin. GG. GG. 1 zu 1 und ich würde sagen, für die letzte Runde schließen wir diese Fragen aus. Das heißt, wir schließen die Seltenheiten aus und in dem Fall auch die Seasons aus, um das Ganze ein bisschen anspruchsvoller zu machen. Und dann würde ich auch schon fast sagen, wählen wir den nächsten Brawler, den letzten. Welchem System hast du die ausgewählt? Digga, einfach total zufällig. Ich dachte zuerst so, ja, Meilenstein-Brawler, da gibt's halt viele, ne? Das ist halt ja, das ist und dann auch. Dachte ich, chromatisch gibt's auch viele. So. Ja, das wäre auch. Ja, okay. Also wir fragen jetzt nicht nach Seltenheiten. Gut, ich habe den Brawler für dich. Ich zeige ihn jetzt in die Kamera. Okay, ich zeige ihn auch. Und jetzt wird's, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Jetzt wird's wirklich schwierig. Gut, dann darfst du jetzt wieder zuerst fragen. Okay, also diese Seltenheitsfrage ist jetzt nicht erlaubt. Genau, die ist nicht erlaubt, dass es ein bisschen schwieriger bleibt. Okay, bin ich entweder männlich oder halt ein Roboter, also ja. Ja. Okay. Bin ich ein Brawler, der im Jahr 2021 oder davor rausgekommen ist? Oder davor, ja. Ja. Bin ich ein Brawler, der im Jahr 2020 oder davor rausgekommen ist? Ja. Bin ich ein Brawler, der im Jahr 2019 oder davor rausgekommen ist? Ja, ich glaube, dich gibt es seit Anfang an, wenn du darauf hinaus willst. Also, warte mal, wie finde ich das jetzt am besten raus, bevor ich dir jetzt einen Fake-Call gebe? Meines Wissens nach gibt es knapp 15 Brawler, die seit der Beta halt da sind. Mhm. Ja, also dich gibt es seit der Beta. Ah, okay. Also seit Anfang an,
einer der Basic Brawler, ne? Ja. Okay, das heißt, es können noch 15 Brawler sein und davon... Jetzt müsstest du erstmal wissen, welche das waren, ne? Ja, zum Beispiel Shelly geht ja nicht, weil sie weiblich ist. Genau. Jessie geht nicht. Richtig, ja. Ich glaube, Pam kam sogar erst später raus. Und ist ja, weiblich. Egal. Ja, genau. Okay, ich muss es irgendwie weiter eingrenzen. Boah, das war ziemlich schlau sogar von dir. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten jetzt eingrenzen kann. Wenn ich ein Legendärer wäre, könnte es ja nur Spike oder Crow sein auf jeden Fall. Weil die anderen gab es am Anfang ja auch noch gar nicht. Ja, richtig. Frage ist, hast du jetzt einen Legendären genommen? Frag mich doch. Achso, darfst du nicht. Darfst du nicht, stimmt. Oh mein Gott. Stimmt, wir dürfen gar nicht fragen nach den Seltenheiten, ne? Okay. Bin ich entweder Colt, Bull, Bo, Bike, Crow, Mortis? Ja. Nein. Was? Oh mein Gott, okay. Ja, nee, also bist du nicht tatsächlich. Ich glaube, du vergisst da auch was, aber ich will da jetzt nicht so viele Tipps geben. So, habe ich überhaupt schon eine Frage gestellt? Warte mal, lass mich überlegen. Nee, ne, habe ich nicht. Ich bin zum ersten Mal dran. Digga, du hast das schon so hart. Okay, gut. Gibt es mich, also bin ich nach Global Release rausgekommen? Ja. Gut, das sind eh die meisten Brawler. Bin ich männlich oder ein Roboter? Ja. Sehr gut. Okay, ich bin nach Release rausgekommen. Das heißt, Boxer kann ich schon mal ausschließen. Ich kann schon mal Mortis ausschließen. Ich kann Bull und die ganzen Keks gut. Okay, ungefähr habe ich es im Kopf. So, ich würde so gerne einfach nach der Seltenheit fragen, ne? Oh mein Gott. Bin ich kein Nahkämpfer? Also, es ist eine Frage, ob du Fernkämpfer bist. Ja, also, ob ich kein Nahkämpfer bin. Also, Midrange oder Fernkämpfer. Also, ja, du bist kein Nahkämpfer. Sehr gut. Okay, und ich bin männlich oder ein Roboter? Ich bin nach Release rausgekommen. Ich kann nicht Colt sein. Ich kann... halt 10 Milliarden, ne? Bin ich kein Ultra-Long-Range-Brawler? Schwierig, ist eine Interpretationssache. Wie soll man das denn sagen? Ja gut, hast auch wieder recht. Dann frage ich anders. Habe ich eine Waffe in meiner Hand oder in meinen Händen? Also mindestens eine? Boah. Sonst guck kurz nach, wenn du den... Soll ich das nachschauen? Ja. Bin ich sicher. Was findest du, ist denn eine Waffe? Eine Waffe ist eine Pistole oder eine Schaufel oder... habe ich jetzt ein Beispiel? Ja, im Prinzip ist eine Ukulele auch eine Waffe, so. Wenn der halt... Also Frage ist halt, ob ich was in den Händen habe, fragen so. Das ist, glaube ich, einfach. Ja. Okay, gut. Kann ich dadurch wieder ausschließen? Oh mein Gott, Alter. Bin ich männlich? Ja, das hast du schon gefragt. Ich habe gefragt, bin ich männlich oder ein Roboter? Aber ja, bin ich Roboter sind ja auch männlich. Bin ich ein menschlicher, männlicher Brawler? Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Und ich bin nach dem Release rausgekommen. Okay, mir fällt einer auf jeden Fall ein. Warte, und warte mal, hatte ich jetzt eine Waffe in der Hand? Ja, ne? Ja. Okay, hat der eine Waffe in der Hand? Digga, das ist jetzt eine dumme Frage, aber bin ich nicht Max? Ja. Oh, sehr gut. Ja, weil so kann ich die Brawler ausschließen, an die ich gerade denke. Aber du weißt schon, dass Max weiblich ist, ne? Oh, das stimmt. Okay, das stimmt. Bin ich nicht Grom? Ja. Ist eigentlich assi, wenn ich jetzt so frage, weil dann kann ich jeden durchfragen, bis ich bei dem angekommen bin und dann weiß ich's. Ich würde sagen, wir lassen diese Fragen auch sein. Das ist ein bisschen zu assi. Bin ich ein eher langsamer Brawler? Was heißt für dich langsam? Langsam heißt für mich nicht schnell. Also ich finde zum Beispiel schnell ist Row oder Leon, aber so alle anderen sind ja eigentlich normal schnell und dann gibt es vielleicht noch so 8-Bit oder so, der so übel langsam ist. Ja gut, also dann sagen wir mal anders, bin ich nicht schnell. Ja. Okay, Digga, das ist unfassbar schwierig, ne? Ich bin auf jeden Fall menschlich männlich, bin nach dem Release rausgekommen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ich gucke hier gerade das Gameplay an und überlege so, ob ich da irgendwie, das ist ja fast schon Cheaten im Brawl TV, ob ich da irgendwann sehe. Oh, Digga, bin ich ein Brawler, den es in einem Brawl Pass gab? Also, nein. Oh Gott, scheiße. Haha, okay. Okay, ja. Dann ist jetzt dran. Ja. Also mir ist gerade noch ein Brawler zum Beispiel eingefallen. Das ist jetzt noch keine Frage, aber mir ist noch der Boxer zum Beispiel eingefallen. Okay. Ich glaube, den gab es ja, glaube ich, auch schon von Anfang an. Mhm. Dann Daryl zum Beispiel nicht. Der kam, glaube ich, erst später. Dann gibt es Rico von Anfang an. Den habe ich auch noch nicht erwähnt. Habe ich viele Skins? Viele Skins? Boah, das müsste ich jetzt mal nachgucken. Warte mal. Okay, warte. Habe ich über 5 Skins? Ja. Habe ich Skins, die man sich für Star-Punkte kaufen kann? Oh, warte mal. Lass mich mal kurz recherchieren. Für Star-Punkte. Ja. Okay. Aber warte mal. Lass mich jetzt nichts Falsches sagen. Star-Punkte oder... Ach so. Warte mal. Ich glaube, ich muss revidieren. Weil diese... oder kostet der Star-Punkte? Musst du sonst auf YouTube suchen oder so, weil... Ja, ja. Ich suche mal. Warte mal. Also irgendein Skin für diesen Brawler, den man sich mit Star-Punkten kaufen kann halt. Okay. Ja. Also gibt es. Ja. Okay. Dann bin ich zum Beispiel, wenn ich jetzt richtig liege, schon mal nicht Rico, glaube ich. Aber... Ja. Das habe ich
ich dir ganz easy bestätigen können. Okay, also Barley hat auf jeden Fall viele Skins, auch mit Starpunkten der Boxer. Bull kann ich ja zum Beispiel nicht sein, weil den habe ich eben schon gefragt. Ich bin kein Nahkämpfer. Ja. Ah, okay, ich bin auch nicht der Boxer, also. Ja. Bin ich ein Werfer oder ein Fernkämpfer? Fernkämpfer ist Interpretationssache. Ich würde sagen, es ist weder Werfer noch Fernkämpfer, nein. Also, auch kein Nahkämpfer daraus. Ja, du bist ein Mid-Range-Kämpfer. Ah. Wenn man das, also würde ich jetzt so beurteilen. Ich glaube, da stimmst du mir nachher zu, wenn du weißt, welcher Brawler das ist. Aber ich glaube, du wirst niemals drauf kommen, weil, naja, es ist schwierig auf jeden Fall. Es ist sehr schwierig, so viel kann ich sagen. Okay. Gut, ja, okay, warte. Ich gehe mal wieder in Brawl TV, so, und dann darf ich weiter raten. Ich kann das Ganze vielleicht nochmal ganz gut einschränken mit den HP. Das war jetzt nicht von jedem Brawler genau, aber Max Level habe ich unter 4500 Leben als Max Level Brawler. Was, unter 4500? Ja. Mit oder ohne Gear? Ohne Gear. Ich muss das kurz nachschauen. Okay, dann gucken wir nach. Also, ich könnte auch anders fragen, ob ich eher so ein squishy Brawler bin halt. Das wäre jetzt so die Interpretation, aber ich glaube, so kann man es ganz genau sagen. Okay, warte, warte. Aber mir nicht spectaten jetzt, ja? Was soll ich denn spectaten? Du hast doch nicht mal Bildschirmübertragung. Na, in-game. Achso, nee, nee, alles gut. Spectaten. Okay, also ja, du hast unter 4500 Leben. Mir fällt ein Brawler ein. Okay, warte mal, lass mich aber mal überlegen. Also mir fällt mal ein Brawler ein, das ist Byron. Weil der ist männlich, der kam nach dem Ding raus, der hat eine Waffe in der Hand und der hat meiner Meinung nach unter 4500 Leben. Ist relativ squishy. Welcher Brawler ist denn noch männlich? Grom hatten wir ja schon ausgeschlossen. Hatten wir Grom schon ausgeschlossen? Ist das eine Frage? Ich weiß es nicht. Nee, ist keine Frage. Scheiß drauf. Ach, Digga. Bevor ich jetzt hier noch verkacke. Was gibt's? Okay, warte, lass mich überlegen. Ist kein chromatischer Brawler. Das haben wir damit ja schon mal ausgeschlossen indirekt, weil es ja zu keiner Season kam. Das ist eine sehr gute Frage von mir gewesen. Könnte ich ein Legendärer sein? Was gibt's denn an Legendären? Es gibt Leon, es gibt Mac, es gibt Crow, es gibt Spike. Es gibt Sandy. Ist da ein männlich? Ist Sandy männlich? Sandy ist sogar, glaube ich, männlich. Ach du Scheiße. Sandy wäre dann auch noch als Auswahl. Sandy, Byron? Boah, wenn mir jetzt noch was einfallen würde. Nee, mir fällt nichts ein. Ich muss fast pokern. Ja, gut. Bin ich nicht Sandy? Ja. Oh mein Gott. Das heißt, Byron ist noch offen, aber ich weiß nicht, ob es noch einen gibt. Bin ich Byron? Ja. Ja! Oh mein Gott. Let's go! Riff, Digga. Let's go, Digga. Das war 300 IQ. GG's. Okay, aber du willst ja jetzt bestimmt noch wissen, wer du warst, ne? Ja, darf ich nochmal fragen? Du darfst nochmal fragen, ja. Kann man mich aus einer Box ziehen? Nein. Ah, da bin ich der Nita. Ja. Ah. Let's go. Ja, du hast, also, nämlich mit der Frage, ist der Brawler männlich, ne? So, ja, das ja, war ja schon ein bisschen tricky, weil Brawlstars... Nee, das ist ja nicht tricky. Ja, Brawlstars schreibt den ja als nicht männlich an. Das ist ja das Tricky hier. Achso, dann ist dein Game ein bisschen verglitscht. Bei mir ist das, manchmal steht da, das ist weiblich, aber das macht gar keinen Sinn, weil es ist ja männlich. Nee. Komisch. Naja, genau. Deswegen, okay, der Win geht an mich. Lukas, GG's, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Schaut unbedingt bei Lukas vorbei und lasst einen fetten Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder und Happy Halloween. Tschüss. Happy Halloween.